accolades, got Will son, no castaway. I'm twice as good, get half the praise. Throw a sniper up and I'll blast away. You ain't getting through me. Nah, to me how I've been here 10 hours. Servus Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid auf meinem Kanal zu einem neuen Tabak-Review. Und ich habe mir gedacht, heute am Ostermontag, ein richtig geiler sonniger Tag, dann stelle ich doch mal einen 187-Tabak vor, und zwar den Hashtag 17, den Beach Vibes. Die OVP habe ich euch ja schon in dem Porn gezeigt. Dann kommen wir mal zum Schnitt von dem Tabak. Ich hoffe, man erkennt was. Ein mittlerer Schnitt, die Dose natürlich schon halbwegs leer. Und das bedeutet natürlich, der Tabak ist richtig geil. Was soll im Beach Vibes drin sein? Das Ganze soll Himbeere, Minze, Limette und ein Hauch Orange. Dann würde ich sagen, halte ich mal den Mischkolben rein und wir schnuppern mal an dem Döschen. Ja, und ihr habt auf jeden Fall im Vordergrund die Himbeernote. Danach würde ich persönlich sagen, die Limettennote, die Minze schwingt so leicht mit, und von der Orange habt ihr nicht wirklich so mega viel im Geruch. Dann würde ich sagen, dann kommen wir doch gleich mal zum Geschmack und zum Rauch. Und ihr seht schon, das ganze Rauch wieder mal tippitoppi, kann sich wirklich sehen lassen. Und ihr müsst überlegen, ich rauche ja draußen, es ist ein bisschen windig, aber der Rauch kann sich wirklich sehen lassen. Zum Geschmack kann ich sagen, ihr habt, wie auch schon im Geruch, habt ihr im Vordergrund die Limettennote, gefolgt von dieser richtig geilen, süßlich gehaltenen Himbeere. Die Minze schwingt so leicht mit, und auch im Geschmack habt ihr von dieser Orangennote nicht wirklich viel, also fast gar nichts. Aber trotz dessen ist es ein richtig geiler, fruchtiger Tabak, also von mir persönlich ein ganz klarer Daumen nach oben, also eine ganz klare Kauf- und Probierempfehlung für den Hashtag 17 Beach Vibes von 187 Straßenbande. Ein richtig ordentlicher Tabak. Ich rauche übrigens, habe ich ganz vergessen zu erwähnen, in der Bonnie. Das ist so meine Pfeife, wo ich halt, wenn ich mal unterwegs bin oder wenn ich mal draußen rauche, die kannst du leicht einpacken. Das ist eine optimale Pfeife für draußen. 130 €, falls es jemand interessiert, könnt ihr mal bei Genie vorbeischauen, aber die Pfeife sollte jedem ja ein Begriff sein, Bonnie und Clyde. Ja, dann würde ich sagen, dann war es auch schon wieder. Genießt den Ostermontag heute noch, an einem schönen sonnigen Tag. Und ja, dann würde ich sagen, dann bin ich raus. Wenn ihr mich sympathisch findet und noch weitere Videos von mir sehen wollt, dann lasst doch einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Und belohnt mich mit einem Abo, dann würde ich mich natürlich freuen. Und dann bin ich raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Feiertag da draußen. Ciao, Leute. Hello from the other side. I must have called 1,000 times.